Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play, Let's Test Neverwinter. Neverwinter ist ein RPG, MMORPG und ist von den Machern von D&D, hier Dungeons and Dragons, wird free to play sein, ist seit dem 30.04. in der Open Beta. Ihr braucht euch nur zu registrieren und dann könnt ihr es selbst mal antesten. Ich empfehle euch von vornherein, sich auf Englisch zu registrieren, denn die deutsche Registrierung funktioniert derzeit noch nicht vernünftig. Deswegen geht einfach hin und erstellt den Account auf Englisch. Ihr könnt dann immer noch den deutschen Client runterladen, habt da kein Problem. Na, so mal als ersten Hinweis. So, ich habe das Ding schon getestet und mir gefällt es relativ gut, aber ich will mit euch nochmal einen neuen Char anfangen, damit ihr direkt von vornherein mal ein bisschen was seht, ein bisschen was mitkriegt, und damit fangen wir jetzt auch direkt an. Neuen Char erstellen, ist ziemlich egal, das sind die drei Server, die offen sind. Ich nehme jetzt einfach mal Beholder B, fertig. Jetzt startet das Anfangsvideo. Das recht schön. Thank you.
Ja, da sind wir. Also, dass der Ton so leise war von dem Video, liegt nicht an mir, sondern die Soundeinstellungen hier, die kann man verändern, wie man will. Das passt alles leider noch nicht richtig, da müssen wir so ein bisschen dran rumschrauben, aber ist ja erst, ne, Open Beta. Deswegen, ne, seht mir das bitte nach. Ich habe schon versucht, das Maximum da rauszuholen, aber geht im Moment noch nicht anders. So, hier seht ihr mal die Charakterauswahl, was ihr alles zwischen, was ihr alles wählen könnt. Ihr könnt einen Halborg wählen, einen Menschen, einen Elf, einen Halbelf, ein Tiefling. Nein, er zeigt keinen Stinkefinger, er hebt zwei Finger. Ein Halbelf und ein Zwerg. Diese ganze Genosse und hier demnächst. Demnächst wissen wir nicht, ne? Demnächst halt. Jede Rasse hat seinen spezifischen Rassenvorteil. Und ja, dementsprechend kann man sich das aussuchen, kann man sich natürlich auch nach Schönheit aussuchen, wenn man will. Kann man natürlich auch sein lassen. Denn ich bevorzuge halt, die Charakterauswahl so zu setzen, dass man auch was davon hat. Ehrlich gesagt. So. Dann nehmen wir mal einen Zwerg. Oder nee, so einen dicken hier. Dann macht er denn hier diabolischer Zorn. Gefällt mir ganz gut. Den könnte ich auch manchmal zum Opfer fallen. Im diabolischen Zorn. Hier, Killerinstinkt gefällt mir doch. Plus 5% Schaden, wenn der Gegner unter 50% hat. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, der hier war auch nicht schlecht. Mehr Schaden, mehr kritische Treffer, mehr Geschickkonstitution, Stärke. Ja, ich glaube, der hier ist besser als ein, als Zweihandkämpfer. Jawohl. Ja, dann werden wir uns mal hier so ein Otto nehmen. So ein Halborg. Weiter geht's. So. Er schlägt mir jetzt schon eine Klasse vor, und zwar Zweihandwaffenkämpfer. Den möchte ich auch machen, war auch mein Ziel. Es gibt noch beschützender Kämpfer. Die Übersetzung finde ich ziemlich blöd. Aber ich würde eher sagen, so eine Paladin-Klasse. Hm? Also mit Schwert und Schild. Den Trickser-Schurke, also ein Schurke. Ne? Ein Kleri. Glaubenskleri, ich würde den eher Kampfkleri nennen, weil der kann auch ganz gut Schaden machen. Und taktischer Magier. Und wie immer, wie eben auch, eine Klasse für demnächst. So, wir machen aber den Zweihandkrieger. So, und jetzt kommt die typisches Gerätschaft, nämlich das Auswürfeln. Das Auswürfeln ist ziemlich wichtig. Ihr müsst gucken, eine Farbe ist da hervorgehoben, die für euren Klassentyp am meisten bringt. Ja, das ist hier in lila. So, und da habe ich 18 Stärkepunkte plus 2 von meinem Char, ist ja schon ganz schön. Das hier sind die zweiten Werte, die sich auf euch auswirken. Das ist die Konstitution und Geschick. So, und jetzt können wir hier unten auf Neuwürfeln drücken, da können wir das noch verändern. Rassentypische Attribute können wir nochmal hier ändern. Konstitution und Geschick oder Geschick und Stärke. Da ich aber einen Metzgermeister machen will, ne, dann muss der stark sein wie ein Bulle. So. Jetzt könnt ihr hier auf Neuwürfel drücken und ihr seht, ihr verändert sich die Zahl. Dabei könnt ihr schon echt eine gewisse Zeit verbringen, bis ihr die richtigen Werte habt, die ihr wollt. Hm. 20, 15, 13 gefällt mir schon mal ganz gut. Aber wir testen noch mal ein bisschen weiter. 20, 15, 13. Ich glaube, in gewissem Maße geht es nicht anders. 20, 15, 13 bietet er mir immer wieder an. 20, 15, 13. Ja, dann nehmen wir die. Ne? Zack. So, wie sehen wir denn jetzt aus? Ach du Schande. Ein hässlicher Vogel, aber machen wir den auch ultra hässlich. Oh. Kann man dem auch die Haare stutzen? Na. Mein Jottchen, der sieht da aus. Ne, wir nehmen hier den ultra hässlichen. So.
Hier kann man den noch anpassen. Da kann man dem sagen, was dafür, ne, das übliche halt, Haare, ja, hier wie er aussehen soll, hier, der erinnert mich schon an Wolverine so ein bisschen, ja, Kopfform, natürlich breit, voll, edel, edel, jetzt sieht der edel aus, streng, scharf, ja, da guckst du scharf, Augen, natürlich blind, ein Auge rechts verletzt, links verletzt, rechts verletzt. Ja, wir nehmen hier den Verletzten. Ja, da guckt er richtig übel. Augenbrauen, das ist mir relativ latte, buschig, gute, natürlich, was weiß ich. Ist mir egal. Bart, können wir dran rumfritzeln. Nee, nee, der Bart ist schon in Ordnung. Die Haarfarbe. Roh abgenutzt. Seht ihr da einen Unterschied? Hautfarbe. Nicht Haarfarbe. Mein Gott. War ich wieder zu schnell. Das passiert mir total oft. Mittleren Alters. Abgenutzt. Ja, wir sind abgenutzt. Tattoos brauche ich nicht. Nee, nee, wir brauchen keine Tattoos. Ich mag keine Tattoos. Unbedingt. Aber mit sieht er noch hässlicher aus, ne? Na, nee. Narben, ja sicher. Schnitt in der Nase. Also, wunderbar. Schön vernarbt, der Junge. Gesichtsmaße, Kopfbreit, Kopfgröße. Oh. Ja, bei so einem Kerl, da kann er schon einen riesen Eierkopf haben. Kopfhöhe, ja, wunderbar. Halslänge, Augengröße, Augenhöhe. Ja, so ist schon ganz gut, bla bla. Braunbreite, Nasenrückehöhe, Nasenlöcher, Nasenlänge. Was hier alles einstellen für eine Quatsch. Mundbreite. Ne, wir sind Herr Breitmaulfrosch. Lippenfülle, Kiefer, bla bla. Körperform und Maße. Halb schwer, halb schlank. Normal gilt ja die Kunst des Nicht-Gesehen-Werdens bei mir immer. Na? Da, wir nehmen euch so einen dicken Otto. Ich glaube auch schon so ein bisschen breit wie Harry. Ja, ja, wir sind hier. So, das Hüfttiefe, Armlänge. Ja, wir brauchen ja keine Armlänge bis zu den Füßen. Wir müssen ja keinen... Naja. Ja, so ist mir lieber. Muss ja nicht so ganz... Handdicke. Eher normal. Handlänge, Beinlänge. Na, wir können ruhig riesengroß sein. Fußgröße, Fußdicke. Also, was man da nicht alles ändern kann. Ne? Wunderbar. So. Ich weiß, viele meckern jetzt, das hätte man auch schneller machen können, aber viele sagen auch, zeigt das doch bitte ein bisschen genauer. Deswegen habe ich das hier auch gemacht. Ne? Und jetzt geht's weiter. So, hier könnt ihr aussuchen, ja, erstmal die Glaubensrichtung könnt ihr aussuchen und wo ihr herstammt. Wo ihr herstammt, werden viele, die schon D&D-Spiele gezockt haben, sich wiederfinden. Hier Baldur's Gate, Neverwinter und so weiter. Ja. Hier die Alben, sage ich immer, auf der Alben. Dragon Coast, da könnt ihr euch was aussuchen. Ich bin ein tapferer Pirat oder ein aztekischer Kämpfer. Ein tapferer Pirat bin ich nicht. Ein Monsterjäger, jo. Baldur's Gate. Unzufriedener Flüchtling. Was weiß ich, was ich bin. Ne, also hier könnt ihr ein bisschen was aussuchen. Kind der Allianz. Nein, ich bin nicht. Bin kein... Hier kampferprobter Veteran. Genau, so. Und die Gottheit ist mir auch pups egal. Wir nehmen hier die... Uschi der Sühne, das sieht mir gut aus. Und darauf braucht ihr auch nicht so großen Wert drauf zu legen, denn hier steht,
Die hier gewählten Optionen verleihen dem Charakter mehr Individualität, haben jedoch auf Spielverlauf und Funktionalität keinen Einfluss. Deswegen ist das hier Ganze eher nicht so wichtig. Ja? So, machen wir weiter. Jetzt sind wir fertig. Und wer ist er denn? Mr. Helm, ne? So. Abenteuer beginnen. Zack! Stufe 1. Und los geht's. Jetzt durchlauft ihr ein kleines Tutorial. Was ihr natürlich jetzt mit mir schon seht. Ist halb so schwer. Übliche WASD-Druckerei. Ja. So, also wir wurden angegriffen von dem Drachen. Unser Schiff liegt da. Wir wurden hier angespült. Hört ihr mich? Geht es euch gut? Ja, wir hören dich. Zum so. Bewegen werden die WASD-Tasten verwendet. Also, auch die Stimmen hier könnt ihr nicht lauter drehen, ja. Leider. Durchdrücken der F-Taste kann mit dem gefreiten Wilfred gesprochen werden. Ja, also ich finde die an für sich gut, die Stimmen. Aber dass sie nicht lauter gehen, finde ich... warte mal, wir können ja nochmal versuchen. Und zwar Audio, Effekt, Musiklautstärke. Die Musiklautstärke wird hier nicht sein. Effektlautstärke. Menülautstärke, Sprache. Ich habe die Sprache auf volle Pulle. Wie soll ich sie denn noch lauter drehen, ja? Mitteilungslautstärke. Drehen wir die auf volle Pulle. Mal gucken. Das hat ja eine Mitteilung. Und Umgehungslautstärke? Da höre ich die ganzen Raben, höre ich das Rauschen ohne Ende. Naja, probieren wir mal kurz. Den Göttern sei Dank. Ja. So wie sich der Drachenlitsch auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Das, ich kann mich doch gar nicht erinnern. Ein Drachenlitsch-Angriff und fast zu ertrinken ist sicher ein ziemlicher Schock. Ja, hast aber recht. Es wird euch so. Im größten Rat für zum nächsten Ziel. So, ich bin nicht der absolute Freund von viel Gequatsche, deswegen, wenn ihr das näher sehen wollt, müsst ihr halt selbst die Beta mal spielen. Ich will euch nur grob zeigen, was los ist. Ja, ihr müsst am Anfang dahin latschen und die Klamotten aufheben. Klar, gar kein Problem. So. Ja, Inventar und per Doppelklick wird das Zeug angezogen. So. So. Und jetzt guck mal die Grafik so an sich. Also ich musste mich erst damit anfreunden, die Umgebungsgrafik finde ich gut. Aber hier unser Freund so, naja, so ganz gefallen tut er mir nicht. Ja, irgendwie kommt er mir ein bisschen popelig rüber, ich weiß nicht warum. So, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Und hier seht ihr die Leuchtensternchen hier. Das ist immer, wird auch immer angezeigt. Da, geht's dem nächsten Quest hinterher. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja. Wenn man mal sich verlaufen hat oder so, die Sternchen zu folgen, das schafft ja wohl jeder. Ja. So. Diese Lagerfeuer stehen überall rum, auch in Dungeons, und da könnt ihr euch heilen. Wie ihr unten seht, mein roter Balken ist halb im Eimer. Wir stellen uns jetzt einfach ans Lagerfeuer. Da werden wir aufgefüllt. Und zack, ist der Käse gegessen. So. Freut mich, euch zu treffen. Mit dem. Schön, freut sich, dass wir da sind. Fein. Auch wenn wir die Hauptkampagne konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. So, jetzt sollen wir auf dem Schlachtfeld erste Hilfe leisten. Mit allen Feinden im Blickfeld mit einem niederträchtigen Ausbruch Schaden zugefügt. Ja. Feinde und Objekte werden mit dem Zielmarker ins Ziel genommen. Ja, jetzt nehmen wir mal den Zielmarker. Hier ist actionlastig, sprich, ihr könnt hier so einfach rumzugeln. Bums. Und ihr müsst ihr nicht anklicken oder vielmehr, ihr könnt ihr nicht einfach anklicken. Und dann auf eure Knöpfe rumhauen. Das ist nicht drin. So, nicht noch einer, nee. Ich Boah, die sind so luschig, die machen am Anfang gar nichts, die bewegen sich nicht mehr. Es geht hier nur drum, um zu lernen, wie man mit der Interaktion klarkommt. Ne? Hier ist noch einer an der Bossseite. So. Wird auch noch aufgehoben. Habe ich dreimal aufgehoben. Auf Wiedersehen. Ich gebe noch einen Weg. So, tschüss.
Boah, die sind so gimpig hier am Anfang, die machen ja nichts. Gucken tatsächlich nur zu. Gut, soll nicht unser Problem sein. Wunderbar, abgeschlossen. Der Assistent und zeigt die durch Level Up. Neu zugänglichen Optionen an. Mitunter genau. Werden dabei auch wichtige Quests so angekündigt. Und mit der Taste U bekommt ihr immer neue Sachen angezeigt. So, und das hier ist quasi euer Skillbaum. Naja, sagen wir, hier ist der Charakter, übliche, mit Rüstung könnt ihr den versorgen, Ringen, Waffen und so weiter. Dann gibt es noch hier ein Knöpfchen, da kriegt ihr hier Ausgehuniform an, Krimskrams, brauche ich persönlich nicht. Hier Kräfte, so. Hier wird eingeteilt, was das noch machen kann, so an sich. Die grünen Dinger kommen auf linke, rechte Maustaste. Dann gibt es hier noch Q, E und R als Tasten. 1 und 2 gibt es als Tasten und Tab gibt es als Reiter. 3 bis 5 sind irgendwelche Tränke und so ein Kram. Und mehr habt ihr an für sich gar nicht zur Auswahl. So, ich habe jetzt eine neue Kraft kennengelernt, hier den Kram. So, und die ist jetzt auf Rang 1. Rang 2 erhöht das in gewissem Maße. Ne? Und so weiter. So. Hier gibt es noch Talente, die ihr später skillen könnt. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Und Gefährten gibt es anscheinend auch. Habe ich selbst noch keinen gesehen, aber ich bin ja bis jetzt auch, habe ich wirklich auch nochmal kurz angespielt. So, wunderbar. Wir haben jetzt geschnallt. Wir hatten Glück, dass wir Belindras... Danke für die Hilfe. Bitteschön, Chef. Haben wir ja. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Eine schreckliche Aufgabe. Wir haben zwar Belindras Hauptarmee vertreiben, aber ihre roten Magier machen uns immer noch mit auferstandenen Tupfen. Durch Gefechthalten der rechten Maustaste wird ein Schlagwirbel für zusätzlichen Mensch, Schaden aufgeladen. Mensch, irritiere mich ein bisschen mit dem Gequacke. Schreckliche Aufgabe bestimmt darin, Pfeile aufzuheben. Hier liegt der kaputte Drache. Ja, Belindra hatte keine Ahnung, wie Belindra Glück, an einen Drachenlich gekommen ist. Ja, also, vielleicht ist sie mit dem Kult müsst ihr euch bitte selbst durchlesen. Ich weiß, das hat ziemlich wichtig abgehackt ist jetzt, einmal, dass man nichts von der Story mitbekommt, aber zwischen Dinge auch nicht allzu lang werden lassen. Kehrt sein Geist in ein spezielles Phylakterium zurück. Von dort aus kann er den Körper eines anderen Drachen übernehmen. Aufnehmen. Wiedergeboren wird. Und... Hier steht eine Schatzkiste. Der Geist da müsst ihr dieses immer nach. Drachenlichs ist noch nicht entwichen. Ich versuche, da ihn hier festzuhalten. Gerafft. Wenn ihm die Rückkehr in das Phylakterion verwirrt wird, ach, können wir ihn vernichten und Belindra einen mächtigen Verbündeten. Zack. So, jetzt sputen wir unseren nochmal da hoch. Da könnten wir theoretisch nochmal heilen. Brauchen wir nicht. Hier müssen wir uns an Fass dran stellen und die Pfeile reintun, dann freuen sich die Jungs und können wieder Pfeile schießen. Somit haben wir den nächsten Teil. Wir müssen die Magier zurück. Danke für eure Hilfe. Jawohl, und jetzt gehen wir zur Brücke des Schlafenden Drachens. Wieder Levelaufstieg, was gibt's Neues? Ja, jetzt könnt ihr wieder gucken, was es jetzt Neues gibt. Jetzt gibt nicht so schnell einen Rundschlag, der die Gegner kurzzeitig verlangsamt. Sehr schön, seht ihr jetzt auch automatisch unten bei Q direkt drinne. Durch Drücken der Q-Taste wird der Gegner mit einem Schlag. Ups, so. Haben wir schon niedergebürstelt. Ums Rums. Sie grunzen ein bisschen rum. Rundschlag ist ein schöner Rundschlag. Das bedeutet, er schlägt auch um sich. Ne? Okay, ich will mal hier. Was ist los? Rundschlag. Ne? Da wird ein heftiger Schlag ausgeführt. Das ist der rechte Muskel. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also hier. Jetzt langsam ran. Ein versäbelt und von der Q-Taste, der sind schon zwei im Hit. Und wir zerbröseln den nächsten. Da liegt ein Fass auf der Erde, damit können wir Fußball spielen. Ne, hier noch nicht. Später im Ort können wir mit allen Gegenständen rum.
schmeißen, rumwirbeln und so weiter. Ach, hallo. Tag. Wird schon wesentlich frischer als unten am Strand. So, doch gesagt, sind wir an der Drachenbrücke. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte. Und da gehen wir noch schön hin. Das machen wir nämlich auch noch, zeige ich euch auch noch. Bis zur Stadt. Quälen wir uns jetzt noch durch. Ist nicht mehr allzu weit, ist nur noch bis zum Tor. In Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen. Aber dann habt ihr das schon mal gesehen, wie dieses Tutorial, damit schließt das Tutorial auch ab. Hier den Weg weiter lang rennen. So. Also, ihr könnt per Doppeltastenklick der Richtung, wo ihr hinrennt, oder durch eine Shift-Taste, rennt ihr hiermit schneller. Und könnt ihr dementsprechend ausweichen. So, ne, dann seht ihr, wo die hinschießen. Und das ist ziemlich stimmig. Auch wenn ich hier drin stehe, versucht den Gimp geradeaus zu schießen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Wieso kann die Interaktion nicht ausgeführt werden, wenn der auf mich schießt? Der wird nicht mehr lange auf mich schießen. So, Alter. So, jetzt aber. Achso, dieses Sprinten. Habt ihr, wenn ihr genau hinschaut... Hey, habe ich schon mal Jahre gesehen. Supi. Zack. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr in der Mitte... Warte, ich zeige euch das mal hier oben so ein Balken. Da wird es gerade voll. Und wenn ihr sprintet... Jetzt zieh ich schon 40 Meter zurück und komm. Ah. Hier. Auch noch. Ausgerüstet. Hochweg. Ossa. Zusammengeprügelt, die Kerle. Ups. So. Ja, und der rote Fleckchen müsst ihr mal aufpassen, ne? Wird das alles sein, wo ich mich ärgern kann. Taktisch gut um die Ecke stellen. Dann läuft das schon. Ist also gar nicht so schwer, ist ja auch am Anfang. Einfach wieder hier knüppelte Typen. So. Kuckuck. So. Das hier ist immer aktiv, ne? Weit angreifende Schläge treffen hart. Der Schaden wird jedes Mal um 2% erhöht, wenn ihr mehr als drei Feinde in einem Umkreis trefft. Also, kann man schön kombinieren. Ja? So. Ja, hab ich gesehen. Wunderbar. Zack. So, und dann habt ihr noch so ein Spezialangriff. Den zeige ich euch aber gleich. Jetzt zeige ich euch. Oh ja, komm, komm her. Jetzt drücken wir ein. Jetzt wollen wir hier die Mähmaschine. So.
Da, Muschi schmeißt. Und da kommt der Klops, der Klopsi. Der kann doch ja nicht. Komm her, du Klops. Zack. So, die haben wir schon mal weggewischt. Total easy. Na, Klopsi. Kommst du? Komm mal her. Oi. Das war weg hier. Oh. Aha. Seite. Klops. Ha! Sieg! Töte mir in die Klöten. Aua! So! Es tut mir leid. Ja. Es tut mir auch leid. So. Unser Willi ist jetzt tot. Er hat uns am Anfang begleitet. Ne? Da sind wir jetzt durch. So. Welcome to Neverwinter. Jetzt erreichen wir die Stadt. Und da geht's quasi erstmal los. So. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie die Stadt von innen aussieht. Und, ja, damit ihr so ein bisschen seht, wie das aussieht. Hier gibt's noch relativ viel zu beachten. Es gibt relativ viel zu machen. Und, ich werde mir das Ganze in den nächsten Tagen noch ein bisschen ausführlicher angucken. Ja, guckt mal. Das sieht echt schön aus, finde ich. So, sieht es ja ganz gut aus, ne? Ihr möchtet Leuchtespur folgen, wie immer. Hier sind wir auf dem Marktplatz angekommen. Da kann man alle möglichen Füllefans kaufen. Auktionshaus gibt es hier auch. Da, ihr seht schon, der Kamerad reitet mit dem Pferd. Ne? Könnt ihr dann später auch bekommen. Ein Begleiter könnt ihr bekommen. Ne? Ich kann mal die Map aufmachen. Seht ihr, das ist schon ein bisschen größeres Städtchen schon. Ihr bekommt hier alles angezeigt. Ja, wie ihr gerade gehört habt, reden die rückwärts. Ich weiß auch nicht warum. Wie die das hingekriegt haben, dass die Soundfiles rückwärts laufen. Das ist ja schon ein Kunststück. Aber dem ist so zurzeit. Müsste man theoretisch von Hand einfach umdrehen, wenn das ginge, wenn die nicht irgendwo eingepackt sind. Aber so schlimm ist das ja auch nicht. So, wir warten schon mal. Seht euch mal die Grafik an, die ist ja so echt hübsch gemacht. Ne? Wenn ihr euch an die Form von den Gesellen hier gewöhnen könnt, dann wird das hier ganz toll. Wenn so ein Rest der Grafik finde ich nämlich so ganz schön. Ne? So, hier gibt es noch etliche Sachen. Hier oben könnt ihr ne. So. Genau, hier sind Inhalte, die wurden von Spielern gemacht. Also hier können Spieler, ihr natürlich dann auch, eigene Quests erstellen, erbauen, in Dungeons und sonstiges. Und andere Spieler können daran dann teilnehmen. Die können das ausprobieren. Denn das ist typisch für die ganze D&D-Reihe, war schon immer Teil von D&D, dass Spieler selber Spieleinhalte produzieren können. Aus dem einfachen Grund, weil die sich gesagt haben, Spiele, die sich dafür interessieren, investieren auch mehr Zeit und machen dadurch auch teilweise schönere Inis, schönere Quests als die Programmierer selber. Schaden tut es nicht. Ich finde es sogar witzig.
Ist ganz schön. Ne? Und die werden dann auch noch bewertet. Kann man sich da näher angucken. Hier steht der Autor. Ne? Wie viel man gespielt haben, wie lange es dauert, wie viel, welche Level man sein muss. So, die Beschreibung und so weiter. Ne? Also, hier ist die Karte. Die Bewertung bis jetzt. Ja, war ganz nett, kurz und knackig. Hack and Slay, ja klar, ist normal. Echt gut gemacht. Und so weiter, könnt ihr euch alles durchlesen. Ne, also es gibt ja schon noch ein paar Sachen. Und da möchte ich erst ein bisschen näher durchblicken, bis ich euch dann nochmal darüber informiere. So ein Mini-Anfangsguide werde ich dann machen, werde ich dann hochstellen. Aber, ja. So, das war's für den ersten Eindruck. Hat noch lange genug gedauert. 36 Minuten, Halleluja. Wie gesagt, ich finde es aber ganz schön. Ne? Lohnt sich mal reinzugucken, wenn euch so eine Art von Spiel gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.